Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Und zwar zurück bei unserem Projekt Indien. Wir wollen schauen, ob wir es schaffen, mit Punjab Indien zu gründen. Könnte funktionieren, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob es funktionieren wird, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Das erste Mal, dass wir gespielt haben, war gleich relativ erfolgreich. Wir haben gleich ganz am Anfang einen Krieg gestartet gegen Sindh. Haben den auch großartig gewonnen. Wir sind dabei nicht diplomatisch aufgeflogen, wie wir den Kriegsgrund gemacht haben. Das war extrem gut. Wir haben nicht ein bisschen Infamie gekriegt. Das finde ich echt gut. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben da noch immer null Infamie und haben dann auch gleich als nächstes begonnen, Kalat einen Kriegsgrund zu schaffen. Bis jetzt sind wir da auch noch nicht aufgeflogen, was ich gut finde. Ich bin letztens drauf gekommen. Ich habe nicht sofort abgespeichert, nachdem ich aufgehört habe. Ich wollte mir nämlich noch was anschauen, außerhalb der Aufnahmezeit. Und habe dann etwa einen Monat noch ohne Aufnahme gespielt. Ich hoffe, das kann man mir verzeihen. Es ist in der Zwischenzeit nichts Sonderliches passiert. Ich habe mir die Weltkarte ein wenig angeschaut in der Zeit und bin drauf gekommen, der wirklich beste Verbündete für uns wäre Persien. Allerdings hat Persien derzeit eine negative Beziehung zu uns. Das heißt, wir müssen Persien zunächst einmal uns gewogen machen. Dann können wir sie vielleicht als Bündnispartner finden. Das wäre perfekt gegen Afghanistan. Da könnte nämlich Persien gegen Afghanistan den Krieg führen, während wir Stückchen von Afghanistan rausreißen. Naja, schauen wir mal. Als nächstes kommt sowieso Kalat dran und mit denen sollten wir rein theoretisch eigentlich alleine fertig werden. Ich bin drauf gekommen, durch das, dass wir Sindh erobert haben, haben wir wieder ein wenig Einkommen. Also vor allem, weil wir ja auch unsere Geistlichen und die Verwaltung, die Bezahlung stark runtergesetzt haben. Dadurch sollten wir in der Lage sein, unsere Truppen wieder aufzubauen. Langsam. Mir ist das letztens eben, das war auch der Grund, warum es mir aufgefallen ist, dass ich noch nicht in der Pause war, weil plötzlich meine Truppen stärker waren. Ja, das wäre ganz, ganz toll, wenn das funktionieren würde. Gut. Schiffe werden wir noch lange nicht bauen. Ich bin außerdem drauf gekommen, dass Kalat zwar nicht als Ganzes zum Staat Indien gehört, aber zumindest diese beiden Regionen, also nein, doch nicht, nur diese Region, Kalat selbst gehört zum Staat Indien, während die beiden nicht. Und Makran gehört ebenfalls zu Indien. Das heißt, die müssen wir so oder so erobern, damit wir dann am Schluss ganz Indien unter unserer Herrschaft haben. Und wie schon gesagt, ich glaube, wenn wir jetzt gegen Afghanistan, also wenn uns jetzt Afghanistan den Krieg erklären würde, würde ich tatsächlich sogar so weit gehen und ihnen Belutschistan abtreten. Das würde dazu führen, dass wir da einen Casus Belli gegen sie haben danach. Ostafghanistan. Ah, na, vielleicht würde ich ihn in Belutschistan doch nicht geben, weil wenn ich dann das, da wäre dann Kalat auch dabei. Na, sobald wir Kalat erobert haben, würde ich ihn in Belutschistan geben, sagen wir es mal so. Aber bis dahin, würden wir das lassen. Gut, ja. Ach, das ist auch noch Belutschistan. Schau. Das muss man alles zusammenbringen. Diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Regionen sind Belutschistan. Mal schauen, ob wir die alle unter punjabischen Dings zusammenbringen können. Ja, wie schon gesagt, unser Plan wird folgender sein. Wir werden jetzt als erstes mal Kalat versuchen. Dann werden wir versuchen, Persien in unser Bündnis zu kriegen.
Gleichzeitig werden wir auch versuchen, Makran noch zu erobern. Sowohl Kalat als auch Makran sollten uns noch weitere Forschungspunkte bringen, wenn wir sie erobern. Bezüglich Forschungspunkten habe ich gesehen, es gibt zwei militärische, die noch ganz gut sind, nämlich die militärischen Konstruktionen beziehungsweise die Offiziersausbildung. Ich neige derzeit dazu, die Offiziersausbildung zu nehmen, weil erstens macht sie unsere Offiziere, also unsere Anführer der Truppen, etwas stärker. Beide bringen mir eine technologische Entwicklung. Militärische Konstruktion würde mir auch ein Fort in Lahore bringen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das Fort in Lahore so wichtig ist. Das heißt, wir würden wahrscheinlich Offiziersausbildung nehmen. Beide bringen auch noch 25% mehr Punkte bei Eroberungen. Ich fürchte nur, wir werden sie erst... Ich frage mich auch, ob man Punkte verliert, wenn man Gebiete verliert. Ich hoffe nicht. Eine gute Frage eigentlich. Würden wir Punkte verlieren, wenn wir Gebiete... Also auf jeden Fall haben wir es geschafft, im ersten Jahr etwas mehr als 2000 Punkte zu machen. Dadurch, dass wir Sind erobert haben. Na gut. Das sollte also schneller gehen, als man denken würde. Mit den... Ja, sobald ich das eine, beziehungsweise vielleicht sogar zwei von diesen Verbesserungen habe, weiß ich nicht, ob ich militärische Konstruktionen dann auch noch nehme, werde ich schauen, dass ich da drüben eher mache, militärisch. Marine brauchen wir echt nicht ausbauen jetzt mal. Und hier wären einige Sachen, die wirklich nett sind. Also mehr Bildungseffizienz, Eisenbahnen. Das verbessert auch unsere Landwirtschaft und Bergbau. Die Landreform ist ebenfalls super. Das macht auch Landwirtschaft und Bergbau besser. Transportsystem ist aber besser, weil es auch experimentale Eisenbahn bringt. Kostet aber auch dementsprechend mehr. Bringt aber auch 15% Zivilisationsfortschritt. Also so gesehen war das auch. Ja, das muss man dann überlegen, was da gescheit ist. Das ist sowieso etwas, was erst in der Zukunft ist. In der Zwischenzeit, wir haben Kriegsrechtfertigung, wir haben 18%. Ich hoffe einfach, dass wir nicht so bald auffliegen. Nachdem aber Kalat auch ein Teil von Indien ist, vielleicht... Ah, okay. Wir sind nur mit einer kleinen Truppe irgendwo hingekommen. So, wir hoffen einfach, dass bis zum Anfang des Kriegs gegen Kalat unsere Truppen halbwegs wieder sinnvoll aufgerüstet sind. Na, hat nicht so ausgeschaut, als würden wir viele Truppen kriegen. Mal schauen. Jetzt haben wir 2885 und 4046. Qualio mag uns, Jaipur mag uns, die sind uns egal. So, wie war das jetzt? 2014612, schauen wir mal. Ja, 15008. Ein bisschen geht's schon, aber urlangsam. Urlangsam. Naja, das passt schon. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und wir haben tatsächlich ein bisschen Plus an Geld. Interessant, wie weit sind wir da? Bei 61%. und 15.000. Ich hoffe einfach, dass die truppenmäßig so schwach sind. 500 haben wir da pro Runde. Da auch circa 500 jetzt dazu gekriegt. Weiß ich nicht, wie viel es da waren. Aber die sind schon fast voll gewesen. Oh, 300 nur. 8, 6. Ah, na okay.
Vier Infamie überleben wir gerade noch. Okay, Russland hat einen Teil von Kokand erobert. Na gut, nachdem sie jetzt wissen, was wir vorhaben, können wir ja auch gleich da runterziehen mit denen. Oder nein? Wie ist das? Vorratslimit. Multan. Ziehen wir nach Multan mal. Weil ich hoffe ja, wenn ich sie angreife, dass sie mit ihren Truppen da reinziehen bei uns. Dass wir sie dann da. Nein, bleib einfach da. Dass wir sie dann da erledigen können mit den kleinen Einheiten. Würden wir zu ihnen reinziehen, um zu erobern. Und die große. Ah, oh, die ist daher. Und die große. Kleinen wird man mal mit den zwei kleinen wird man Ketter und Ketter mal angreifen und mit den großen hoffen, dass sie uns versuchen zu belagern. Das wäre ganz, ganz toll, wenn sie das täterten. So, 2,2 Diplomatiepunkte. Das ist gut. So, wir haben den Kriegsgrund. Wir könnten jetzt rein theoretisch noch warten, dass wir 3 Kriegspunkte haben. Dann könnte man nämlich. Achso, nein. Wir bräuchten sowieso sogar 4, um Persien noch mitzunehmen. Was heißt noch mehr wahrscheinlich? Weil. Ja, erklären wir halt einfach mal den Krieg. Oder? Schauen wir mal, was passiert. An und für sich hoffe ich, dass sie mich jetzt versuchen anzugreifen. Also ich werde sie jetzt noch nicht belagern versuchen. Ja, tatsächlich. Da geht nach Peshawar. Geht der auch irgendwo hin? Nö. Wenn er nach Peshawar geht. Wo geht der hin? Nach Sukkur. Ausgezeichnet. Die sollen einmal belagern dort. Okay, das ist gut. Nein, 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 warte mal, geh mit euch dahin bis zum 27. und du. Dahin, denn die sind dann eh draußen. Ah, sehr gut. Okay. Ausgezeichnet. Jetzt machen wir zuerst diese 12.000 da oben fertig und dann die 11.000 da unten. Die können sich jetzt nicht gescheit zurückziehen. Warten auf jeden Fall noch ein bisschen. Die sollten eigentlich Truppen verlieren, wenn sie dort belagern. Während wir Truppen dazu kriegen sollten, während wir warten. So, wir haben dann außerdem ein bisschen Geld. Wir könnten. Das bringt ja gar nichts, wenn wir da runtergehen, oder? Wir könnten da rein theoretisch.
Hier will ich raufgehen. Kostet uns Geld. Aber die Truppen werden stärker. Gut, außerdem schaut das so aus, als würden wir schneller belagern als diese 12.000 mit diesen 8.000. Ausgezeichnet. Wir warten noch ein wenig. Einen Monat warten wir noch. Was? Texas wird annektiert? Das kann ich nicht glauben. Das ist noch nie passiert. Ich habe noch nie gesehen, dass Texas den Krieg verliert. Ach so, nein, Blödsinn, die haben den Krieg ja eh noch nicht verloren. Ah, die führen ja noch Krieg mit den USA. Ja. Texas wird sowieso gleich wieder unabhängig. Weil die wollen ja Texas freikaufen. Und ich wage zu bezweifeln, dass Mexiko gegen die USA verliert. Ist da irgendwas Sinnvolles dabei? Nö, sicher nicht. Gut. Das hilft uns auch, unsere Moral etwas zu verbessern. Nächstes Monat greifen wir an. Ja, 18.000 und 11.000, sehr gut. Sie werden weniger, wir werden mehr. Sollen wir noch einen Monat warten? Ich glaube, wir warten noch einen Monat, weil in einem Monat könnte das fertig sein. Mit der Belagerung. Eine riskante Taktik, die wir da führen, fahren, tun. Ja, genau. Okay, da haben wir erobert. Und auf in den Kampf. Während ihr... Ihr bleibt mal da, weil, damit sich die nicht zurückziehen können in die Richtung. Und ihr geht's vielleicht nach Atok, weil wenn sich die zurückziehen, damit wir genau dorthin nach können, wo ihr euch zurückzieht. Obwohl ich bin mir gar nicht sicher, ob sie sich zurückziehen können, rein theoretisch. Bam. Ist okay. So, warte mal, was haben wir da? Afghanistan hat Bukhara den Krieg erklärt. Das ist gut. Das ist gut. Dann greifen sie uns nämlich nicht an. Ja, mein erster Anführer wäre natürlich schon um einiges besser gewesen. Wohin flieht ihr? Nach Multan. Hinterher. Du gehst daher. Du gehst daher. Ah, das ist blöd. Von Multan können sie weiter runter. Ärgerlich. Wir hätten doch da runterziehen sollen mit den Neunern. Dann hätten sie dort nicht hinfliehen können. Jetzt vereinigen sich die zwei Armeen wahrscheinlich. Ärgerlich. So, wir sind noch im Plus. Das ist gut. Mein Militär wird noch ein wenig ausgerüstet. Was? Ah, okay, die sind ja dann danach. Okay, wir sind in Kalat. Das war gar nicht so gut, dass ich danach bin.
Vielleicht gehen wir dann noch Ketter weiter. Yay, keiner hat überlebt. Das ist gut. Das freut mich. Das höre ich gern. Gut, dann bleibst du dabei nochmal da. Dann machen wir Folgendes. Nächstes Monat gehen wir mit denen da runter nach Bahawalpur. Genau, die gehen nach Bahawalpur. Du gehst nach Dingsbums und dann greifen wir als nächstes diese Typen da an. Die können sich dann quasi nur in den Süden zurückziehen, wo sie eingesperrt werden von uns. Oder eingesperrt werden können von uns. Ausgezeichnet. Excellent. Gut. Ist okay. So, wie weit sind die da? Bei 50%. Okay, die brauchen noch eine Ewigkeit, bis sie das erobert haben. Die haben das schon überholt mittlerweile fast. 51 zu 51. Jo. Also wir sind bei weitem schneller mit der Belagerung. So, und die sind auch schon wieder auf 16.000 angewachsen. Und noch ein bisschen warten, bevor wir da weiter angreifen. Sehr gut, sehr gut. Vor allem diese zwei Infanterien da unten hätte ich ganz gerne noch ein wenig erholter. So, jetzt stellt sich die Frage, greifen wir mit 1. Juni an und die lassen wir dabei noch da. 2 Jahre haben wir hinter uns und wir haben bald Kalat auch erobert. Besser langsam als zu schnell. So, Attacke. Ach so, stimmt ja gar nicht, die können eh dann nach oben auch ziehen. Ach, dann machen wir das doch so, ist doch wurscht. Die sollen das da erobern, da oben. Und wir verhindern nur, dass sie nach Kalat gehen. Das würde mich nicht freuen, wenn sie dorthin ziehen würden. So, 18.000 Mann gegen 9.000, das sollte ja wohl kein Problem darstellen. Vor allem, nachdem die, glaube ich, nur Irregular Troops oder sowas haben. Ja, alles tot. Ausgezeichnet. So, du bleibst da. Tatsächlich ziehst du. Tatsächlich können wir da ein bisschen weiter runter gehen wieder. Auf 40%. Dann können wir vielleicht da auf 25% drauf gehen. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Geld für unsere Lehrer. Oh nein, bleib noch da. Jetzt. So, Kalat ist gleich unser. Yay, wir sind so gut. So, was wir aber dabei machen, weil wir haben schon jetzt 3 Punkte, 3 Diplomatiepunkte, ist, wir werden Persien versuchen, die Beziehung zu verbessern. Sind wir auf minus 5. Ne? Einmal müssen wir es noch machen, dann sind wir positiv. Vielleicht haben wir ja Glück und Persien ist mal freundlich und versucht, die Beziehung zu uns zu verbessern. Vor allem, nachdem wir jetzt dann eine Grenze mit ihnen haben.
Ach, warte mal, ich muss mal nachschauen. Nicht, dass Persien dann Kriegsgrund gegen die hat. Nö. Oh, Persien hat einen Krieg gegen Afghanistan. Das ist ja gut. Das ist ja cool. Wir sollten dann gleich einen Kriegsgrund gegen Afghanistan suchen. 1,7 haben wir jetzt eh. Afghanistan. Krieg rechtfertigen. Eroberung. 22 Punkte kriegen würden, rein theoretisch. Afghanistan ist zivilisiert. Echt? Was? Muss einer fragen? Ach so. Besitzt eine Staatsanteil von weniger als 2 oder? Afghanistan ist nicht zivilisiert, ist sie nicht. Und Punjab ist nicht zivilisiert und besitzt eine Staatsanteil von weniger als 2. Afghanistan ist nicht zivilisiert und besitzt eine Staatsanteil von. Okay. Okay. Wir können das machen, weil sie nicht zivilisiert sind. Gut. Da können wir es gleich erobern. Sollen wir das machen? 22. Das ist ein bisschen riskant, weil wenn das gleich hoch geht, dann sind wir auf 25,5 und dann erklärt uns jeder den Krieg. riskant. Schauen wir nochmal nach, wie viele Truppen haben die denn da in Afghanistan? Sehen wir leider nicht. Vorhin hatten sie recht viel, aber sie führen gerade Krieg gegen Persien. Das müsste sie auf jeden Fall schwächen. Ach, pfeif drauf, das machen wir glatt. Im schlimmsten Fall müssen wir neu laden. Wir sind unzivilisiert, wir dürfen sowas tun. Und danach können wir eh lange keinen Krieg mehr führen. Ah, naja, weiß ich nicht. Kommt darauf an, wie schnell wir entdeckt werden, dass wir einen Kriegsgrund gegen die suchen. Auf jeden Fall wird Afghanistan das härteste, was kriegstechnisch betrifft, was wir bis jetzt hatten. Ah, 17,7, puh. Aber immerhin, wir sind unter 25 geblieben. Okay, lasst uns Punjab erobern. Kalat erobern. Müsste eigentlich nächstes, ja, müsste nächstes Monat gehen. Oh, Mist. Sehr gut, wir haben nicht einmal an Diplomaten dafür ausgeben müssen. Ausgezeichnet. Ist Afghanistan größer geworden? Die haben jetzt gerade einen Frieden geschlossen. Ja, ich glaube, die haben von Bukhara Westafghanistan oder von Kiva? Nein. Westafghanistan, Westafghanistan. Westafghanistan, West. Auf jeden Fall schaut es nicht so aus, als hätten sie was anderes jetzt. Sie haben noch immer nur zwei Provinzen. West- und Ostafghanistan. Wow, und Punjab ist zu groß bereits. Hahaha, wir sind so gut, wir sind so gut. Ich freue mich wie ein kleines Kind. So, wir haben jetzt 5300. Das heißt, wir haben noch einmal 2000 Punkte geschenkt gekriegt. Das heißt, es ist wahrscheinlich relativ egal, wie groß das Ding ist. Wobei, die waren circa gleich groß, Kalat und Sindh.
Egal. Wäre irgendwie gut, wenn wir, bevor wir Afghanistan. Bevor wir Afghanistan erobern. Ah, die können jetzt aber nicht in den Krieg. Die haben jetzt einen Waffenstillstand mit Afghanistan. Ärgerlich. Das heißt, in die investieren bringt eh nichts. Großbritannien. Bist du im Bündnis mit mir? Nö, die habt minus 48 sogar. Wow. Könnte Großbritannien versuchen, mich zu beeinflussen? Wer gibt denn Punkte für mich aus? Hey, Großbritannien! Ah, nein. Das wollte ich jetzt nicht. Sind wir bei denen schon irgendwie? Irgendwo? Nein. Wir haben keine Schutzmacht. Wir sind in keiner Sphäre oder sonst wo. Ah, da sieht man das. Neutral. Aber fast sind sie auf herzlich. Das wäre schön. Kommt, investiert in uns. Wir sind so lieb. Wir sind überhaupt nicht kriegstreiberisch. Wir würden sowas nie machen. Wir wollen Makran auch noch erobern. Ah. So, wie machen wir das? Die gehen nach Ketta. Die gehen nach. Achso, warte mal, vielleicht sollten wir das so anschauen wieder. Wir können eh überall stehen. Die gehen nach Gilgit. Nach Ketta. Und die gehen nach Peshawar. So, es ist klar, in welche Richtung wir uns ausrichten mit unserer Armee. Vielleicht sogar noch, schauen wir mal, vielleicht könnten wir schauen, dass wir noch ein paar Kavalleristen kriegen. Na gut, aber das machen wir das nächste Mal. Die zweite Folge ist zu Ende. Wir haben Kalat in Punjab integriert. Als nächstes versuchen wir das gleiche mit Afghanistan. Aber die haben nämlich Bündnispartner. Nein, doch nicht. Die sind nicht verbündet. Ha, supi. Okay. Bis dann. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaf gut und träumt was Schönes.